Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Es ist ein mathematischer Vortrag. Danke, dass so viele kommen für so einen Vortrag, der so früh am Morgen ist. Es ist mehr eine To-Do-List, die ich heute mit euch durchgehen werde, als jetzt wirklich Folien zeigen. Also ich bin glücklich, dass so viele Leute Krypto-Partys machen. Und deswegen versuche ich jetzt, die Aufmerksamkeit auf einen weiteren Krypto-Event zu lenken. Und ich möchte ein paar Bemerkungen darüber verlieren. Also, fangen wir mal an. Wir hatten eine Situation, die etwas überraschend war, dass in der Edward Snowden-Diskussion von Edward Snowden ein Statement kam, nämlich dass Krypto funktioniert und dass es keine schwarze Magie ist, sondern es ist eine Technik, eine einfache, grundlegende Möglichkeit ist, sich gegen die dunklen Ecken in dem Internet zu schützen. Man braucht also keine Leute mit komischen Hüten, sondern es ist keine Magie, es ist einfach Mathematik. Und es ist sehr schöne Mathematik. Und um es als Wissenschaftler zu sagen, mein Standpunkt als Wissenschaftler ist, dass wenn man Krypto richtig verwendet, dann kann man sie sicher. Kann sie unsere Welt verändern? Wenn man in einer Welt, wo die Sicherheitsgewalten alles zuhören und an denen alles egal ist, dann ist diese Sache viel wichtiger. Wenn man mit ASE verschlüsselt eine Nachricht versendet und die NSA da zuhört, dann können sie nur sagen, wo sehr schönes Zufallszahlen. Und es ist eine dramatische Spieländerung in kryptografischen wissenschaftlichen Sachen. Das ist eine sehr zentrale Frage. Unsere Arbeit wurde so wichtig, dass wir wirklich gut darüber nachdenken sollen, was sind die sozialen Folgen unserer Arbeit. Und wir sind sehr froh, dass meine Arbeit ist in einem Bereich, wo wissenschaftlicher Fortschritt wirklich den Ärmeren, den schlechter dargestellten Personen hilft. In den meisten wissenschaftlichen Feldern sagen, wenn man etwas Neues entwickelt, dann hilft es meistens den wichtigen Leuten. Aber in kryptografischen Feldern hilft es wirklich den Leuten, gegen sehr kräftige oder sehr mächtige Leute zu verteidigen. Sehr kräftige Angriffe umgehen kann. Auch in unserer SIM-Karte, in unserem Handy, kann Verschlüsselung mit einem sehr einfachen Algorithmus verschlüsseln, dass geheime Agenten nicht diese Kommunikation zugreifen kann. Um sehr klar darüber zu sein, Kryptographie löst nicht alle Probleme. Also der wichtigste Grund ist, darüber zu reden, wie wir die Kryptographie in einer Art und Weise benutzen können, wo die Geheimagenten alles mitschreiben. Wir müssen etwas veröffentlichen, die schwächeren Leute hilft, die Möglichkeit zu geben, mit diesen Geheimagenten umzugehen oder denen entgegenzutreten. Und die Situation ist nicht so schlecht. Es wird viel besser. Also vor 2 Jahren zum Beispiel hatten wir viele Felder, wo wir Kryptografen viel Arbeit machen müssen. Aber in manchen Feldern haben wir wirklich gute Erfolge gehabt in der letzten Zeit. Und viel besser, viele unserer Veröffentlichungen sind jetzt in Internetstandards verwendet werden. Der wichtigste Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte, ist, dass wir schlechte Kryptografie verbannen müssen. Oder schwache Kryptografie. Das ist ein Feld, wo wir wirklich die ganze Spiel verändern können, dass wir eine Frage auf der richtigen Stelle klicken. Und zum Beispiel RC4 auszuschalten ist eine häufige Lösung, das Problem zu umgehen. Oh. Es ist nicht. Okay, ich liebe mein Linux.
Das zweite Teil ist Hash-Funktionen. Das ist eine schlechtere Situation, aber auch in diesem Feld würden Verbesserungen gemacht. Also ein Problemfeld, wo ich auch schon seit langer Weile drüber rede, sind elliptische Kurvenkryptographie. In dieser Situation haben wir ein riesiges Durcheinander. Und dieses Durcheinander ist instituiert von dem Nationalen Institut der Standards, also einer amerikanischen Standardisierungsorganisation, die eine Hintertür einstandardisiert hat, die sehr einfach zu finden ist. Und dann müssen sie damit arbeiten, dass niemand sie mehr, ihnen mehr vertraut. Und in elliptischen Kurven und Kryptographien ist es viele kritische Parameter. Und wenn man nicht den Parametern, die Organisation, die diese Parameter uns zur Verfügung stellt, einfach nicht vertraut, dann haben wir ein großes Problem. Also elliptische Kurven ist etwas, wo viele interessante Forschungen passiert. Und es ist ein Feld, wo ich auch viel Angst drum habe. Der letzte zwei Punkte sind Post-Quantum-Kryptographie, über die wir nachdenken müssen, und zwar jetzt drüber nachdenken müssen. Ich weiß noch nicht wirklich, wann und wie die Angreifer Quantenkryptographie einsenden können, aber die Ingenieurs Gedanken, die ich habe, ist, es ist gut, sicher zu sein. Es ist besser, sicher zu sein, als später sich verbreitet sind. Also wir müssen jetzt Geld da reintun, dass komische Mathematiker komische Algorithmen entwickeln, dass wir dann damit besser arbeiten können, wenn die Quantencomputer ein wirkliches Problem darstellen. Um es einfacher zu machen, um ein einfaches Beispiel zu machen, Quantencomputer würden viele, nicht nur ASE und Diffie-Hellman zerstören, aber auch in einem früheren Stadium alle elliptischen Kurven und Kryptographie zu umgehen. Und da müssen wir dort Arbeit reinstecken. Und ich möchte noch ein bisschen optimistische Informationen geben. Wir haben ein paar soziale Protokolle und ein paar weitergeleitete Kryptographie, die sehr hilfreich sein könnte, eine Umgebung zu entwickeln, wo man gut digital kommunizieren kann. Also wie können wir schlechte Kryptographie vernichten in unserer Zeit. Ich habe letztes Jahrtausend darüber geredet und über Windows-Sicherheit geredet und werde heute Abend eine Windows-Sicherheitssache heute Abend geben. Und ein großes Patch, Teil des Patch-Desasters kommen wirklich von den alten kryptografischen Krieg. Wir benutzen sehr schlechte Hash-Funktionen und das ist ein sehr interessanter Punkt, dass selbst das Weggehen von schlechten Verschlüsselungsverfahren führt immer noch zu Problemen. Schlechte semantische Kryptographie kann man sehr einfach umgehen. Wir sollten sie einfach nicht benutzen. RC4 sollte nicht mehr benutzt werden. Das ist eine sehr alte Anfrage der Wissenschaftler, die jetzt auch in Internetstandards angekommen sind, wo das verboten wird. Und das ist eine gute Sache. Wenn man die Geschichte schaut von RC4, dann ist es eine tolle Idee von einem Träumer, aber von einem Ingenieurregion ist es zu elegant, um es wirklich sicher zu machen. Und wissenschaftliche Research, dass die Ängste, die wir gesagt haben, kurz nach Snowden-Veröffentlichung, ist die Idee, dass die NSA RC4 einbrechen kann in der wirklichen Zeit, könnte wirklich funktionieren. Also benutzt nicht RC4, wir haben andere Kryptografien, wie zum Beispiel AES, aber da gibt es zwar auch Probleme, aber die sind noch nicht benutzbar. Also ich würde AES 256 benutzen, andere sagen 128 ist auch eine gute Lösung, aber ich bin der Meinung, dass wenn man ein bisschen paar Prozessorzyklen dafür benutzen kann, längerer Schlüssel ist eine sehr gute Idee. Und um einen kleinen Hacker zu machen, wenn man nicht AES vertraut, dann gibt es von einem mathematischen Angreiferstandpunkt noch die Idee, dass man zwei Systeme kombinieren kann, dass der Angreifer beide einbrechen muss oder zumindest das härtere. Und wenn man diese zwei Ziffern mit XOR benutzen kann, dann
muss der Angreifer beide oder zumindest den stärkeren der beiden Algorithmen einbrechen. Und wenn man eine kommutative Lösung hat, dann muss der Angreifer beide benutzen können, wenn man es ordentlich XORt. Also mit exklusivem Oder verknüpft. Und das ist witzig, dass es einen Punkt gab, wo ich war nicht sicher, ob ich zu paranoid war, um das zu sagen, um TrueFish und AES-Verschlüsselung zu benutzen. Aber es ist interessant zu sehen, dass es auch in TrueCrypt benutzt wurde. Und ich war sehr interessiert, dass Edward Snowden und Bruce Snyder darüber diskutiert haben, wie man das benutzt. Bruce Snyder war dagegen. Ich habe die Angst, dass er vielleicht recht hatte, aber auf der anderen Seite bin ich sicher, dass die Konstruktion, die erfolgreich getestet wurde von mir und anderen Wissenschaftlern, ein gutes Gefühl verbreiten wird. Ups, Entschuldigung. So. Der nächste Punkt ist ein bisschen ängsteinflößend. Ich habe häufig gesehen, dass, um besseren Leute zu sagen, aber ich werde ein paar Hintergrundinformationen geben. Wir haben in Deutschland die Situation, dass SHA-1 und MD5 kaputt ist in einer Art und Weise, dass man es angreifen kann, erfolgreich mit einem Standardcomputer. Das ist kaputt. MD5 ist sehr bekannt, aber auch im Bereich von SHA-1 in den letzten Jahren wurde gezeigt, dass diese Angreifen sehr möglich sind. Vor ein paar Jahren war eine Präsentation von Applebaum und anderen Wissenschaftlern, die haben gezeigt, dass man die Zertifizierungsumgebung von einer Organisation, die MD5 benutzt, angreifen kann. Dann kann man dieselbe Sache funktioniert mit SHA-1 und das ist ein signifikantes Problem. Und wie signifikant ist es? Ich habe werde einen Vortrag über Windows 10 heute Abend geben. Und letzten März gab es ein Update in Microsoft, die von SHA-1 hinweggehen wollte. Und es ist jetzt seit 20 Jahren, dass wir eine komplett kaputte Funktion benutzen. Okay, jetzt haben wir eine sehr interessante Situation, dass wir SHA-1 wurde von der NSA entwickelt. Und das ist auch eine interessante Geschichte, dass das Design von der NSA wurde vorgetragen und haben gesagt, hey, wir haben was vergessen und haben eine Umdrehung da rein gemacht. Das System wurde stärker, aber es wurde kein Beispiel gegeben. Also wir benutzen eine NSA-Funktion, wo wir, ich bin ziemlich sicher, dass der nur wenige Felder sind, wo die NSA einen Vorteil über die öffentliche Wissen hat. Und in Hash-Funktionen wäre das vielleicht möglich. Wenn man die Stat-Snakes analysiert, dann findet man Technologien, die sehr interessant sind. NSA hat sehr starke Kryptographie benutzt, sowohl zum Anzugreifen in einem Art und Weise, wo es nicht notwendig gewesen wäre. Also sie haben wirklich gezeigt, dass sie Werkzeuge haben, die noch nicht praktisch notwendig waren. Also kann ich nur wirklich sagen, dass Hash-Funktionen ein Feld ist, wo viel oder schlechte Wissenschaft innerhalb der NSA durchgeführt wurde. Aber ich erzähle diese Geschichte, weil diese Hash-Funktion, die heutzutage von Microsoft benutzt wird, SHA-256, ist auch von der NSA entwickelt worden und hat ähnliche Designs wie SHA-1. Und die witzige Sache ist, dass das NIST gesagt hat, dass eine SHA-3-Kompetition ist nötig, weil sie Angst hatten, dass jemand SHA-256 brechen würde. Und es ist seit Jahren keine Erfolge gewesen, aber wir haben jetzt eine SHA-256 Ersatz, aber SHA-3 wurde einfach noch nicht ausreichend analysiert. Also habe ich auch ein bisschen Angst drum. Aber
interessanterweise habe ich ihnen erzählt, dass es manchmal komische Situationen, die ich gemacht habe, wenn man etwas nicht versteht, wie sicher es wirklich ist, es einfach doppelt mache. Und wenn Sie vielleicht wissen, SHA-256 ist einer der Hauptalgorithmen oder eines der Hauptalgorithmen in Bitcoin. Und die witzige Sache ist, in Bitcoin, weil der Kryptograf bei Bitcoin auch sehr paranoid war, benutzen sie es doppelt. Und selbst wenn man Probleme mit SHA-256 hat, die Leute von Bitcoin hat es einfach doppelt gemacht. Und da ist im Fall von Bitcoin Sicherheitsbereich noch deutlich größer. Selbst die NSA könnte wahrscheinlich nichts dagegen machen. Also es ist eine sehr gute Situation. Sachen könnten vielleicht besser werden mit SHA-3. Die SHA-3-Funktion ist neu, die in der offenen Kompetition gestellt wurde mit guten Erklärungen. Es gab ein paar Probleme mit potenzieller NIST-Beeinflussung und im SHA-3-Prozess, aber hauptsächlich die meisten Kritikpunkte wurden adressiert von der NIST und SHA-3 könnte eventuell eine gute Idee sein. Also ein komplett anderes Design als SHA-1 und MD5 und SHA-256, aber es war auch eine Anforderung von dieser Kompetition, dass die eine komplett andere Design hat als bisherige. Und das ist eine sehr interessante Idee. Insofern könnte ich sagen, SHA-3 könnte die beste Lösung sein, aber es ist ein Weg, eine sehr, sehr neue Funktion und eine sehr, sehr neue Hash-Funktion, die rumspringt und wir sollten wirklich diese neuen Sachen ordentlich analysieren. Aber im Moment würde ich wirklich vorschlagen, SHA-3 zu benutzen. Okay, dann kommen wir jetzt zum ECC-Desaster. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Es geht jetzt um elliptische Kurven. Ein Problem, was ich im Moment habe, wir haben NIST erwischt, dass es eine Backdoor gibt, eine Hintertür gibt. Und zwar eine ziemlich gut gemachte Hintertür. Das heißt, wir können NIST nicht mehr trauen, über elliptische Kurven trauen. Es ist soweit. Es gibt eine Hintertür und das war's. Das heißt, sie müssen neu an dem Vertrauen arbeiten. Die gute Nachricht ist, dass es auch eine mathematische Lösung geben könnte für dieses Problem. Aber im Moment mit den Kryptografien auf elliptischen Kurven ist momentan ganz wichtig, dass die Parameter, die man verwendet, keine Hintertür zulassen. Das ist eine offizielle Anforderung an die Kryptografie mit elliptischen Kurven. Und wir müssen sehr viel Forschung da reinstecken, um das auszuschließen. Wir müssen wirklich sicher sein, dass die Parameter so konstruiert sind, dass sie keine Hintertür zulassen. Warum brauchen wir überhaupt diese Standardisierung? Elliptische Kurven sind sehr kompliziert und es gibt noch ein anderes Forschungsgebiet, ungefähr 100 Patterns. Es ist nützlich, dass jemand anderes nochmal alle diese Patterns durchgeht. Die NIST kümmert sich um ziemlich viele dieser Probleme und wenn man man sagt, ich kümmere mich nicht um diese komischen Mathematiker, die sagen, elliptische Kurven sind nicht sicher genug. Da muss man trotzdem sagen, man nutzt trotzdem standardisierte Kurven, wenn man keine legalen, nicht vor Gericht gezerrt werden möchte wegen Patentinfringement-Problemen. Also, die meisten Patente in den elliptischen Kurven die meisten von denen sind komplett sinnfrei und witzig, aber es sollte nicht patentierbar sein. Aber wir brauchen gute Diskussionen, wie man mit solchen Patenten umgehen kann. Und wie ich schon gesagt hatte, wir brauchen elliptische Kurven und Standardisierung auch,
für dieses Problem, um dieses Problem zu lösen. Auf der anderen Seite haben wir gute Nachrichten. Viel Wissenschaft wird in der Europäischen Union darüber gemacht, wie man elliptische Kurven umsetzen kann. Es gibt aber auch sehr gute Arbeit von Brainpool und wir können zu einem Platz gehen, wo wir auch europäische Standardisierungsversuche haben. Es wurde viel Arbeit von der europäischen kryptografischen Community reingesteckt und wir müssen sie nun standardisieren. Noch eine Anmerkung ist, man sollte sehr gut auf Bruce Schneiders Arbeit schauen. Der sagt seit 20 Jahren, wir sollten so gut benutzte elliptische Kurven dort benutzen, wo wir sehr limitiert sind. Also, benutzt Rabin oder AES und die sind sehr unterschiedliche, sind sehr gut verteidigt gegen Faktorisierung. Das haben wir seit Jahrzehnten verstanden haben, dass es sehr einfach zu implementieren ist. Selbst die Schlüsselgeneration ist sehr einfach. Wir können sie in einer Unterrichtsstunde zeigen, wenn die kryptografischen Kurse in der Universität besuchen. Und das ist ein sehr einfaches Beispiel. Wir brauchen ungefähr 40, 50 Minuten, um zu erklären, wie AES Schlüsselgeneration zu meinen, seinen Studenten funktioniert. Die erste elliptische Kurve Diskussion habe ich vor mehr als 10 Jahren gemacht, aber ich verstehe sie immer noch nicht so gut in den letzten 20 Jahren. Das ist eine große Menge von Parametern, das sind sehr kritische Parameter und selbst obwohl wir seit 20 Jahren daran forschen und über Number-Theorie daran arbeiten, müsste man es immer noch sehr vorsichtig benutzen. Und einfach so, jeder, der die elliptischen Kurven wirklich versteht, der versteht, warum Leute es nicht unbedingt benutzen sollen. Aber man muss trotzdem dran arbeiten. Das ist eine sehr interessante Idee. Das müssen wir trotzdem noch die Wissenschaft in diesem Feld fördern. Und es ist eine Region, wo mehr Geld auf die Wissenschaft geschmissen werden soll. Elliptische Kurven ist eine sehr wichtige in einem Bereich von Feldern, wo wir sehr limitierte Umgebungen haben. Und im Internet ist wichtig, gute elliptische Kurven zu haben. Wenn man aber ein Handy hat oder ein anderes Element, sollte ich sagen, dass wir noch bei ASE bleiben sollten. 2096 oder noch längere Schlüssel. Auch die schlechtesten ECC-Analysationen werden zeigen, dass zum Beispiel beim Überprüfen von AES-Signaturen mit einem sehr kleinen öffentlichen Exponenten bin ich nicht sicher, ob elliptische Kurven schneller beim Prozessoraktivitäten ist. Und Rabin benutzt das öffentliche Exkrement 2 und das ist noch schneller beim Überprüfen als im Vergleich zu AES mit einem geringen öffentlichen Exponenten. Außerdem die letzten 5 Minuten, also bevor ich zu Quantencomputern komme, das sind nur 5 Minuten, das ist ein gewisses Schade. Das ist ein Bereich, der sehr interessant ist. Und, Entschuldigung. Also Quantencomputing ist ein sehr interessantes Feld, um es kurz zu erklären. Es sieht im Moment so aus, wenn man Quantencomputer hat, dann funktionieren unsere ganzen normale Kryptographie nicht. Die ist einfach kaputt. AES ist broken, ist kaputt, Diffie-Hellman ist kaputt, aber etwas, was ich sehr klar machen möchte, ist, wenn wir Quantencomputer haben, dann können elliptische Kurven noch einfacher angegriffen werden, weil dort sehr kürzere Schlüssel sind, 256 Bits in vielen Situationen im Gegensatz zu 2096. Also wenn man Quantencomputern hat,
haben wir ein sehr großes Problem mit elliptischen Kurven, viel schneller als in anderen Feldern. Und ich möchte jetzt nicht zusätzliche Vorschläge machen, aber wir haben auch viel Optimisierung Möglichkeiten, um elliptische Kurven noch schneller anzugreifen als die, also elliptische Kurven, Kryptographie macht es vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher anzugreifen. Und jetzt noch ein paar Sachen über sehr witzige Sachen. Ich habe jetzt kurzem gesehen, dass diese verrückten Sachen von Mathematikern, die rumrennen und sagen, wenn man Quantencomputer, dann haben wir ein Problem, ist jetzt auch zu Microsoft gekommen. Microsoft hat jetzt das erste Mal einen wirklichen Vorschlag gemacht, wie man Post-Quanten, also nach Quantencomputern, diese Kryptographie machen kann. Die machen auch eine Limitation von TLS und wenn man diese Parameter sich anschaut, sind wir inzwischen bei 11 Kilobyte Nachrichten. Und noch bei 21%. Das ist sehr gut, weil in den früheren Tagen haben wir Megabytes auch von Daten benutzen müssen, um diese sehr gute Post-Quantum-Kryptographie verwenden zu können. Also diese Idee von Post-Quantum-Kryptographie ist die, wir können Protokolle entwickeln, die Quantenkryptographie oder quantenkryptografische Angriffe überstehen können. Und eine vom Wall Street Journal wurde ich gefragt, eine Sache zu evaluieren, über die Sicherheit von Bitcoin zu evaluieren. Und ich sage, ja, da sind Probleme mit Bitcoin, weil Bitcoin elliptische Kurven benutzt, wenn man Quantencomputer hat. Aber das ganze System ist entwickelt in einer Art und Weise, dass selbst ein Durchbruch in diesem Feld nicht die ganze ökonomische Philosophie dahinter zerstört. Und wenn man sich Bitcoin anschaut, dann kann man lernen, wie man Kryptographie entwickelt, die auch quantenkryptografische Angriffe übersteht. Die Überschrift war, Wissenschaftler arbeitet wegen Quantencomputer aufgrund von elliptischen Kurven-Diskussion. Aber die Diskussion, dass ich Bitcoin ein geringeres Problem hat als die meisten anderen Geldsysteme hat. Also ich möchte jetzt nicht ein finales Statement über Bitcoin abgeben, aber in meinem kryptografischen Feld ist das zu netten Leute, das sind Leute, die gutes Wissen über Kryptographie haben, aber sie wissen auch, dass sie nicht zu gutes Wissen über Kryptographie haben. Sie arbeiten in einem Weg, dass sie konservative und best sehr konservativ ingenieren. Und darum ist die Kryptographie in Bitcoin in Konstruktionen, über die ich manchmal sehr freue. Und darum anschauen und nachimplementieren für eigene Projekte. Einer der wirklich letzten Punkte. Die Ideen sind manche Sachen. Wir haben fortgeschrittene Kryptographie, die benutzt werden kann, um soziale Organisationen zu Sachen. Ein der Beispiele ist OTR, Off the Record, also sehr fortgeschrittene kryptografische Protokolle, wie zum Beispiel Off the Record ist eine Art zu chatten, ohne dass jemand die zuhören kann. Wir können sie authentifizieren, aber sie ist nur lokal. Das heißt, wir können nicht, es kann nicht bewiesen werden, dass wir diese Informationen gemacht haben, obwohl während der Kommunikation klar ist, dass nur der jeweils andere diese Nachricht geschickt hat. Das heißt, es kann nicht bewiesen werden, dass wer diese Sache geschickt hat. Und das ist sehr wichtig, dass, obwohl es so ein privater Kommunikation der Kryptographie ist, und das ist eine tolle Arbeit in dem Bereich. Und da gibt es auch sehr interessanten Bereich in privaten blinden Signaturen. Das ist noch ein zweites Mal, dass ich in diesem Vortrag lächle. Und ich finde es schade, dass in den letzten 20 Jahren niemand blinde Signaturen benutzt hat. Und heutzutage sind die meisten der gefährlichen Softwarepatente
umgegangen sind. Also wir können jetzt blinde Signaturen benutzen können ohne legale Probleme. Und es ist eine gute Sache, darüber nachzudenken, über elektronisches Wählen. Ist keine gute Idee. Aber viele der Vorschläge sollte man Wahlcomputer einwenden, dann sollten sehr vorgeschrittene Kryptografie benutzt werden, um demokratische Vorgänge anzuzeigen. Vielleicht wird in einer zukünftigen Generation die Sachen besser benutzt werden. Können wir diese ganzen Anforderungen an Edward Snowden passen? Wir haben ein moralisch-philosophisches und technisches Anforderung, um die Freiheiten zu verteidigen. Wir sind Mathematiker, die manchmal hacken wollen im Camp. Aber jetzt sind wir in einem großen Kampf, einem großen Kampf um unser Internet. Und das Problem ist, dass das Internet nicht unbedingt ein Problem oder ein Feature ist. Es ist nicht nur unser Spielbereich, sondern es ist auch für die ganze Gesellschaft wichtig. Und wir müssen daran arbeiten, sowohl aus moralischen als auch aus technischen Gründen. Darum warte ich Hanno auf diese Bühne zu kommen, falls er immer noch da ist. Und in dieser Situation möchte ich wirklich sagen, dass Sie wirklich bitten, benutzt eure Fähigkeiten und versucht, die Welt einen besseren Platz zu machen. Können wir alles machen, worum wir gebeten werden? Und ja, ich bin der Meinung, wir können das. Ich möchte nur ganz kurz eine Ankündigung machen. Es gibt eine offene Krypto-Veranstaltung im Workshop Zelt 3 um 3 Uhr. Einfach, dass es darum geht, was hier die Hintergründe sind, einfach ein bisschen aktueller über TLS, was auch immer besprochen werden soll. Workshop 10, Zelt 3. Dankeschön. Um 3 Uhr. Im Moment wird geredet. Okay, es gibt noch ein paar Minuten. Wenn also kurze Fragen bitte nur, dann einfach zum Mikrofon gehen, links, rechts, und stellt eure Fragen kurz und knapp. Eine Anmerkung. Der Referent. Auch wieder. Also hier gibt es eine kleine Bemerkung zu Microsoft. Das Mikrofon fehlt gerade. Jetzt wird geantwortet. Also es war nur gesagt, dass Microsoft darüber nachdenkt, das so zu machen, mit esoterischer Mathematik zu starten. Aber es ist noch nicht klar. Wenn es Patente geben wird, haben wir wieder ein neues Problem. Also ich habe mir das nicht genau angeguckt. Eigentlich ist es sehr, sehr positiv, was sie tun. Das einzige Problem ist, dass es halt dass es Probleme geben kann, dass Microsoft esoterische Mathematik verwenden wird. Das Einzige, was ich gut finde, ist, dass Microsoft esoterische Mathematik verwendet. Das ist die Hauptaussage. Ist es richtig, dass Post-Quantum-Kryptographie sehr wichtig ist, dass Quantum-Kryptographie sehr gut gegen Mittelmann-Angriffe ist? Und weil wenn man da eins ändert, das andere auch mit verändert, könnte man das auch standardisieren und auch wirklich benutzen? Ja, darüber haben wir nachgedacht. Und es ist sehr schwer, eine kurze Antwort dazu zu geben, aber eine der pessimistischen Sachen, wenn wir Quantum Computer haben, dann ist jeder kryptografische Angriff, den wir auf öffentlichen Schlüssel oder Angriff machen oder elliptischen Kurven ist, dann ist es kaputt. Und so kaputt, dass der private Schlüssel öffentlich wird und dann ist es halt kaputt.
Dein Vorschlag ist, dass man, wie man in Bitcoin und anderen Protokollen, kann man diese Protokolle verändern in einer Art und Weise, dass man, selbst wenn die öffentlichen Schlüsselkryptographie kaputt ist, dann könnte die ganze Konstruktion immer noch weiter funktionieren. Aber das ist immer noch eine problematische kryptografische Forschung. Der Grund, warum die meisten Websites im Moment ECC verwenden, ist, weil die Größe der zu übertragenden Daten, um eine Verbindung herzustellen, ist so groß, wenn man RSA verwendet. Und es wird noch größer, wenn man einen anderen Key verwendet. Wir haben eine Idee, wie man das lösen kann. Und zwar, wir haben alle Cookies und haben ICC und können schlecht zurück zur RSA. Dazu möchte ich sagen, vielleicht bin ich ein bisschen verärgert als kryptografischer Forscher. Über was reden wir hier? Weil, also ich habe empfohlen, okay, es gibt ein bisschen Diskussion. Ich warte mal kurz. Also es geht wieder um die Übertragung von Daten. Wenn man am Anfang von der Show einen Schlüssel austauscht und dann kann man alles Mögliche übertragen, egal was, Gigabytes auf Spiele. Und wir Kryptographer sollten... mein Mobiltelefon kann das aber nicht. Und mein ThinkPad ist nicht so mächtig wie Handy, um jetzt nochmal es klarzustellen, um es nochmal in etwas angreifslustigerem Art zu beantworten. Also Benutzen von AES mit 4000 Bits, das könnte das Klima schaden. Ja, es schadet das bisschen das Klima. Und wir verwenden Millionen von Euros, um diese Sachen, um Kryptographie zu zerstören. Ja, wir haben sehr lange, sehr kurze kryptografische Schlüssel für kurzzeitige Verbindungen, aber ich würde wirklich vorschlagen, dass wir lange zeitliche Sicherheit und Schlüssel haben, dann sollten wir AES 4096 benutzen. Und wie ich gesagt habe, wenn man Umgebungen hat, wo, und es gibt Umgebungen, wo AES 4096 zu kompliziert ist. Aber es wäre vielleicht eine gute Idee, dort elliptische Kurven zu verwenden. Das ist auch, was Bruce Schneier gesagt hat. Wenn wir die Option haben, RSA zu benutzen, und wenn wir keine Option haben, dann, oder wenn wir die Option haben, keine Kryptographie zu benutzen oder elliptische Kurven in Kryptographie zu benutzen, dann sollte man elliptische Kurven benutzen. Aber das ist eine Diskussion in Kryptographie und ich habe eine kleinere Position. Letzte Frage von dort. Vielen Dank. Sie haben sehr klar gemacht, dass Sie elliptische Kurven skeptisch entgegensehen. Dass dieser Punkt nur für die NIST-standardisierten Kurven entspricht oder auch anderen Kurven. Um sehr klar zu sein, viel der Kritik in diesem Vortrag, und ich rede hier wirklich über das Standardisierungsproblem, ist nicht gültig für andere Schlüssel. Es keine Kritik für deren Arbeit von anderen Standardisierungen. Die müssen sehr stark unterstützt werden. Die machen auch sehr tolle Quantenkryptographie-Ideen. Verstehe mich nicht falsch. Aber RSA ist der konservative und der potenziell sichere Sache. Ist in vielen Fällen, wo wir elliptische Kurve wirklich benutzen, sollten wir wirklich eine Brainpool-Kurve benutzen. Und in vielen Fällen wurden da interessante Sachen veröffentlicht. Um sehr klar zu sein, die Standardisierungskritik ist nicht für alle Kurven gültig.
sondern nur die Nistkurven und aber auch noch ein paar anderen. Und wir müssen die benutzen, weil wir TLS 1.3 noch nicht benutzen können. Ja, wir müssen darüber reden und diese problematische Situation ist auch sichtbar innerhalb von NIST und wir müssen weiterarbeiten und NIST weiterhin auf NIST einarbeiten. Sie haben sehr gute Sachen gemacht, sehr menschliche Sachen, für die Menschlichkeit gute Sachen gemacht. Wir sollen denen die Möglichkeit geben, zurückzukommen, aber es ist nicht möglich, dass sie irgendwelche Parameter, die eventuell eine Hintertür haben, ohne sicherzustellen, dass sie keine Hintertüren haben. Und das ist eine der öffentliche Sache, was auch NIST macht mit der nächsten Kryptostandards. Also, vielen Dank. Ja, auch vielen Dank für das.